Ich gebe es zu, meine Damen und Herren, ich habe nicht erkannt, dass wir in einem Bullenmarkt inzwischen sind. Ich war zu verbohrt, habe zu sehr geglaubt, dass die Kurse weiter fallen müssen, dass wir weiter in einem Bärenmarkt sind und werde jetzt eines Besseren belehrt. Kleiner Scherz am Rande, meine Damen und Herren. Ich versuche in diesem Video zu zeigen, warum das der allerseltsamste Bullenmarkt der Geschichte wäre, wenn es denn ein Bullenmarkt wäre, in so vielerlei Hinsichten. Wäre das etwas absolut Einzigartiges, noch nie Dagewesenes, aber natürlich ist das der erste Bullenmarkt, der diesmal ist alles anders Charakteristiken trägt und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ken Fisher, sehr bekannt im Investmentbereich, der sagt, a bull market is in full swing and most of us are in denial. Die meisten wollen das nicht zugeben und er sagt, ja, der Pessimismus, der ist groß und hier Bärenmärkte werden in der Euphorie geboren und jetzt sei der Pessimismus ganz, ganz, ganz groß. Naja, schauen wir uns mal den Fear and Greed Index an, der ist so knapp im Gierbereich. Ich weiß nicht, wie stark der bereits heute aktualisiert ist, wahrscheinlich noch nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt nicht gerade so übergeordnet aufgestellt, dass keiner Aktien haben will. Das kann ich auch aus den YouTube-Kommentaren nicht wirklich eruieren. Dann ist die Frage, naja, was passiert denn normalerweise? Und ich glaube, wir haben hier die sogenannte Fed Trap, die Falle, die Fed-Falle könnte man sagen. Der Aktienmarkt wird nicht nachhaltig steigen, solange die Zinsen nicht fallen. Die Zinsen werden aber nicht fallen, solange der Markt steigt. Das heißt, die Katze beißt sich permanent in den eigenen Schwanz. Und hier sehen wir mal, wann es Zeit ist zu kaufen, wann Bullenmärkte entstehen. Nicht, wenn die Märkte in Panik sind, sondern wenn die Notenbanken in Panik geraten. Das erwarte ich, dass das passiert. Dementsprechend wird der nächste Bullenmarkt ziemlich sicher kommen. Aber halt noch nicht so bald und das ist genau das Missverständnis aus meiner Sicht, das die Märkte haben. Aber klar, die Bären kommen in Schwitzen wie Mike Wilson, der sagt, naja, charttechnisch muss man zugeben, die 200-Tageslinie hat gehalten als Unterstützung. Und wenn der Dollar und die Renditen weiter nachgeben, schwächer werden sollten, dann könnte diese Rallye weitergehen. Übergeordnet sagt er, wird das ganze Ding aber schwierig wird fallen, weil eben die Gewinne der Unternehmen nach unten gehen werden. Nun, heute sehen wir zumindest, dass die Anleiherenditen wieder sich erholen. 3,966, die 10-jährige Staatsanleihe, Dollar ein bisschen unter Druck. Und jetzt könnte man jetzt sagen, okay, welche Argumente gibt es für Bullenmärkte? Weil die Gewinne der Unternehmen steigen? Derzeit nicht so richtig der Fall. Wir sehen, dass die Gewinne zurückgehen. Wir sehen das schwächste Quartal seit Corona, wenn man jetzt nach Gap bilanziert. Und wir sehen, dass die Geldmenge so stark fällt wie never ever before. Und dass die Gewinne der Unternehmen ziemlich kongruent verlaufen, parallel mit dieser Geldmenge. Also von der Seite auch nicht so richtig nachvollziehbar aus meiner Sicht. Dann haben wir die Botschaft der Anleihemärkte. Wir sehen hier die 2- und die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt so invertiert wie seit 1981 nicht mehr. Es geht immer weiter nach unten auf jetzt minus 0,93%, also 93 Basispunkte invertiert. Das heißt, die 2-jährige rentiert mehr als die 10-jährige, deutlich mehr, nämlich fast ein ganzes Prozent. Warum? Weil die Märkte sagen, die Zinsen werden länger oben bleiben und noch weiter steigen, aber dann kommt eine Rezession. Dementsprechend ist die 10-jährige davon weniger betroffen. Da spielt man schon im Grunde diese Rezession. Und wenn wir uns mal die Anleihemärkte anschauen, dann sehen wir jetzt eine Rezessionswahrscheinlichkeit, die so groß ist wie im Grunde seit den 1970er Jahren nicht mehr, größer als vor Corona, größer als vor der Finanzkrise. Die Wahrscheinlichkeit also, die hier diese invertierten Anleihezinskurven signalisieren, sind höher. Und dennoch sagen jetzt immer weniger Leute bei der Bank of America Umfrage, dass eine Rezession kommen wird. Also Pessimismus aller Orten. Nein, nicht wirklich. Die Optimisten gewinnen immer mehr die Überhand. Und jetzt wird Jerome Powell, der ja auch in Sachen Inflation sehr optimistisch war, morgen um 16 Uhr vor dem US-Senat aussagen. Er wird vor allem wahrscheinlich vorher einen Text veröffentlichen seiner Rede. Auf den kommt es an. Disinflation war eines der Kernthesen von Powell. Nun ja, wir haben CPI, PCE und PPI gesehen, also Erzeugerpreise, Verbraucherpreise und Personal Consumption Expenditure. Alles höher als erwartet. Nichts Disinflation. Wird Paul denselben Fehler nochmal machen? Ich denke nicht, dass er wieder von Disinflation so oft sprechen wird. Und
Schauen wir uns mal die sogenannten Break-Evens an, 2-, 3- und 4-Jährigen, also die Märkte, die die Inflationserwartung einpreisen, und hier geht das wieder relativ klar nach oben, das heißt, hier sagen die Break-Evens, die Inflation ist wieder da. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Märkte inzwischen ihre Erwartung verschoben haben an den Gipfelpunkt der Zinsen. Nämlich, es begann im März 2022, hat man gedacht, naja, die Zinsen steigen maximal bis 3%. Dann hat man im September 2022 gesagt, naja, maximal 4,25%. Und jetzt sind wir bei 5,5%. Es geht jeden Monat nach oben, weil die Inflation hartnäckiger ist. Das heißt, Geld wird teurer, Geld wird knapper. Dazu gleich mehr. Und normalerweise, so sagt die Geschichte, entstehen Bullenmärkte bei reichlich Liquidität und Bärenmärkte bei abnehmender Liquidität. Wir haben jetzt abnehmende Liquidität, nicht steigende Liquidität. Und wir sehen hier, dass da etwas vielleicht mit den Bewertungen nicht stimmt, mit der Situation, dass gerade Tech-Aktien steigen, besonders die ja besonders sensitiv sind für zukünftigen Cashflow-Diskontierung. Diejenigen Unternehmen, die jetzt schon gutes Geld verdienen, die sind Value-Aktien, sind da weniger sensitiv. Wir sehen, wie weit diese Lücke jetzt auseinanderklafft, die normalerweise nie da ist. Das geht meistens relativ parallel, nämlich Nasdaq und Price-Earnings-Ratio und die Real-Rates, also die inflationsbereinigten Realraten, Renditen, könnte man sagen. Und jetzt gibt es eben wieder ganz klare, sehr gute Alternativen zu Aktien. Das ist in Bullenmärkten nicht der Fall. In Bullenmärkten spricht schlichtweg alles für Aktien, weil Liquidität ins System geschüttet wird, weil etwa die Anleiherenditen deutlich nach unten kommen. Goldman Sachs spricht jetzt von Tara. There are reasonable alternatives. Deutsche Bank sagt Tapas. Plenty of alternatives. Und es gibt auch Chiara. There is a realistic alternative to stocks. Also jedes Analysehaus hat da im Grunde seine eigene Bezeichnung. Aber Fakt ist, es gibt wieder ganz klare Alternativen zu Aktien. Das setzt Banken unter Druck, die jetzt was anbieten müssen. Die europäischen Banken leben ja davon, dass sie die Zinssteigerung der EZB nicht wirklich weitergeben an die Konsumenten. Das fällt den amerikanischen Banken inzwischen schwieriger. Da muss man jetzt so sogenannte Certificates of Deposit oft gewähren den Kunden. Das heißt, das ist praktisch eine Art Festgeld, könnte man sagen. Nämlich für 11 Monate zahlt etwa Wells Fargo derzeit 4%. Also die müssen jetzt anfangen, hier Zinsen wieder weiterzugeben. Dadurch wird Geld eben in Festgeld wieder fließen, wo man ganz sichere Renditen bekommt. Und JP Morgan-Chef Jamie Dimon sagt, ja, Banken müssen jetzt um Kapital konkurrieren. Denn die Zinsen sind so schnell gestiegen, das gibt jetzt einen Konkurrenzkampf unter den Banken, wer den Konsumenten oder den Firmen am meisten Zinsen bietet. Und das sehen wir auch im Interbankenhandel, der sogenannte dreimonatige LIBOR, London Interbank Offered Rate. Also praktisch der Satz, zu dem kurzfristig sich Banken untereinander Geld leihen, ist jetzt das erste Mal über die Marke von 5% geklettert seit dem Jahr 2007, das heißt, Geld wird teurer, auch was die Banken untereinander sich leihen, nicht nur Konsumenten oder Firmen. Also das ist alles aus meiner Sicht total bullisch. Ja. Es gibt praktisch überhaupt keine Alternativen zu Aktien. Ich versuchte diese Alternativen zu zeigen. Die Geldflüsse, die Kapitalströme verändern werden. Schauen wir mal an. Jetzt wird es wirklich 4 Hauptevents geben in den nächsten 13 Handelstagen. Morgen Jerome Powell vor dem Senat. Dann am Mittwoch die JOLTS, die Job Openings, die angebotenen Stellen. Oder hier sage ich erstmal die wichtigeren, sagen wir mal. Und dann haben wir vor allem am Freitag den Jobs Report. Aber diese 4 wichtigen sind Paul Morgan, die Payrolls, die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Dann nächste Woche CPI-Daten, also Inflationsdaten, Verbraucherpreise. Und die Woche drauf dann FOMC, also die FED-Sitzung. Das wird das Entscheidende sein. Mal sehen, ob das alles dann so wunderschön weiterläuft mit diesem Bullenmarkt. Ist das ein Bullenmarkt? Wenn man mal genauer guckt, ist das eben ein Seitwärtsmarkt. Hier waren wir schon öfter in dieser Zone. Natürlich sind wir von dem Tief aus dem Herbst deutlich höher. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir
praktisch irgendwelche neuen Verlaufshoch gemacht hätten. Wir sind jetzt nach wie vor deutlich unter der 4200er Marke im S&P 500. Und jetzt kommen wir mal zu der ECB, zu den allergrößten Künstlern der Geldpolitik. Hier zeigt sich eine immer größere Spaltung. Die Südländer Notenbankchefs wie Centeno, Chef der portugiesischen Notenbank, sagt, ach, lass uns doch mal die Daten abwarten im März. Wir hatten doch im Februar 22 begann der Ukraine-Krieg, dann schossen im März die Energiepreise nach oben. Also macht jetzt mal keine Panik, macht mal ganz langsam. Dagegen sagt Holzmann, der Österreicher, wir werden viermal die Zinsen um 0,5% anheben. Und Christine Lagarde sagt, Inflation ist ein Monster, dem wir auf den Kopf schlagen müssen. Also wir sehen Schnabel, Nagel, Holzmann und selbst Lane, der Chefvolkswirt der EZB, sagt, die Zinsen werden länger hoch bleiben und selbst Lagarde sind hawkisch. Und dann gibt es ein paar Versprengte aus den Südländern, die wollen das nicht so recht. Klar, die Länder sind auch besonders verschuldet und extrem bullisch, meine Damen und Herren, ist hier die Anzahl der Insolvenzen innerhalb der EU. Wenn Sie da einen gewissen Aufwärtstrend sehen können, dann müssen Sie eine Sehschwäche haben, meine Damen und Herren. Es ist furchtbar bullisch. Also sowas Bullisches habe ich ja schon selten gesehen. Und jetzt kommen wir mal zu den Schweizern, die mit ihrer SNB den größten Hedgefonds der Welt haben, der allerdings jetzt im letzten Jahr 132,5 Milliarden Schweizer Franken verloren hat, oder? Und das entspricht einmal 18% des schweizerischen BIP. Ist blöd gelaufen, ha? Und wir sehen, das kann auch schief gehen, größter Hedgefonds, weil die waren eben besonders stark in US-Aktien investiert. Da druckt man Geld, um es dann in Aktien zu tauschen. Keine schlechte Idee in Zeiten des Nullzinses, aber keine gute Idee, wenn die Zinsen eben deutlich steigen. Und nochmal zu Roberto Habeckino, meinem inzwischen vielleicht drittbesten Freund nach allgemeiner Schätzung, der ja die Deutschland-Aktie oder der Deutschland, ja, wenn es eine Aktie wäre, kaufen würde. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Bewertungen hier sind. Natürlich sind die Amerikaner absolut zu teuer im Vergleich auch zum Rest der Welt. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Eine Apple ist deutlich mehr wert als alle 40 DAX-Unternehmen zusammen. Auch eine Microsoft, auch eine Google, ganz knapp nur drunter. Also wir hatten ein Jahrzehnt, wo die Amis outperformt haben. Dagegen ist natürlich Deutschland nicht teuer. Aber wenn man sich die Perspektiven ansieht, Roberto Habeckino hat uns ja versprochen, ah, seht ihr, wir haben hier eine Studie, die zeigt, bis 2050 hier der Strombedarf absolut gedeckt, kein Risiko. Jetzt zeigt sich, oder hat McKinsey sich das Ganze mal angeschaut, und diese Studie basiert ja auf dem Idealszenario, dass die Bundesregierung respektive das Wirtschaftsministerium dieser Studie als Grundvoraussetzung sozusagen diktiert hatte. Dementsprechend kommt McKinsey zu einem völlig anderen Resultat und sagt, nee, nichts ist garantiert, wenn wir hier weiter abbauen und weiter elektrifizieren in so vielen Bereichen, dann werden wir riesige Themen bekommen, dann fehlen 30 Kraftwerke mindestens, die wir nicht haben. Und so ist das eben so, wie Daniel Stelter sagt, Leute, die rechnen können, treffen auf ideologisch-politische Illusionen. Rationale Politik würde gegensteuern, echte Politik behauptet es besser zu wissen, einfach weil fest dran glauben besser ist als Mathematik. Genau, du musst nur fest dran glauben, dann kommst du in den Himmel, glaubst du an die wundersame Energievermehrung in Deutschland, dann auf jeden Fall kommst du in den ganz grünen Himmel, ins grüne Paradies, wahrscheinlich mit 70 Baerbocks, die dann im Himmel dich bedienen oder irgendwie sowas, ja, eine Macho-Vorstellung der grünen Mitglieder, keine Ahnung. Jedenfalls abschließend noch zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. DAX mit neuem Jahreshoch. Warum eigentlich? Dazu interessante Aussagen und ein interessantes Video von André Stagge, der was kann. Und zweite Empfehlung, eben diese gespaltene EZB. Das wird noch ein richtig lustiges Ding. Schauen Sie sich da mal diese Differenzen an. Also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.